Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Jahreshoroskop 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Ich habe das Jahreshoroskop diesmal in zwei Teile aufgeteilt und in diesem ersten Teil werde ich ausführlich auf eure langfristigen Tendenzen eingehen. Es ist also euer Erlebnishintergrund für 2018. In Teil 2 des Jahreshoroskops schauen wir uns die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres mit den Liebesplaneten genauer an. Teil 2 kommt noch bis Neujahr und wenn ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald das Video online ist. Natürlich bin ich jederzeit für eine persönliche Beratung für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und alle Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier oben im Bild. In meiner Verlosung habe ich diesmal ein besonderes Geschenk für euch, nämlich ein komplettes Jahreshoroskop. Ein 45-Minuten-Gespräch mit mir und einen Mitschnitt davon und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Schluss dieses Videos. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Januar bekannt. Ja, meine lieben Jungfrauen, ich denke, ihr habt allen Grund, euch auf das neue Jahr zu freuen. Der Romantikaspekt des Jahres wird viele von euch in der Liebe verzaubern. Und wenn ihr noch keinen Schatz gefunden habt, stehen die Chancen gut, dass es 2018 passiert. Aber es wird auch ein tolles Jahr, um eure persönlichen, beruflichen Ziele zu erreichen. Denn die Erfolgsplaneten Jupiter und Saturn und auch noch Machtplanet Pluto stehen alle günstig zu eurer Sonne. Beruflich könnt ihr einen neuen Erfolgszyklus beginnen, der mindestens 3 und bis zu 7 Jahre anhält. In dieser Zeit habt ihr viele Möglichkeiten, eure beruflichen und finanziellen Ziele zu erreichen. Allerdings wird Neptun, der ja für Romantik, aber auch für Verschleierung und Täuschung steht, für 8 weitere Jahre frontal zu eurem Zeichen stehen. Und das bedeutet, ihr seid weiterhin herausgefordert, in euren Beziehungen für Klarheit zu sorgen, weil viele unausgesprochene Erwartungen und Missverständnisse in der Luft liegen. Die Kombination eurer Einflüsse zeigt, dass es für euch sehr wichtig ist, im neuen Jahr genau zu unterscheiden, auf wen ihr euch einlasst. Denn ihr habt in der Liebe enorm viel zu bieten und könnt ganz tolle Beziehungen eingehen, die eure Persönlichkeitsentwicklung enorm voranbringen. Doch ihr seid eben auch anfällig für Schmeicheleien und Leute, die euch mit unredlichen Absichten umschwärmen. Und es wäre ja schade, wenn eure schönen Gaben dem Falschen in den Schoß fallen würden. Beruflich ist für euch super wichtig, dass ihr eure Fähigkeiten selbstbewusst einschätzt. Bitte stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Ihr habt es wirklich drauf. Ihr seid brillant, erfinderisch und originell und in der Lage, Trends zu erkennen und den Dingen auf den Grund zu gehen. Wenn ihr die harte Arbeit nicht scheut, die es mit sich bringt, eure Ideen auch umzusetzen, dann werden sich Chefs und Arbeitgeber um euch reißen. Und wenn ihr selbstständig seid, werdet ihr sehr viel erreichen. Jetzt schauen wir uns die kosmischen Einflüsse im Einzelnen an. Der schöne Sextilaspekt von Jupiter hier im dritten Sonnenhaus, der fördert eure Beziehungen, sei es in der Liebe, in Freundschaften, auf eurer Arbeit und natürlich auch bei Romanzen. Im dritten Sonnenhaus hier unterstützt Jupiter das Lernen und den Wissensaustausch. Ihr lernt also Menschen kennen, indem ihr euch fortbildet oder auch eine neue Sprache erlernt oder ihr könnt euch in jemanden aus einem fremden Kulturkreis verlieben. Außerdem unterstützt Jupiter euch dabei, zur richtigen Zeit die richtigen Worte zu finden und das ist natürlich auch gut für Liebesnachrichten, Liebesbriefe und Liebesgeflüster. Den genauen Aspekt empfangen 2018 die Geborenen vom 4. bis 23. September. Die kosmischen Schwergewichte Saturn und Pluto stehen langfristig in einem förderlichen Substanzaspekt zur Jungfrau-Sonne. Saturn für 3 Jahre und Pluto sogar noch für 6 Jahre. Außerdem steht auch die wilde Lilith noch bis zum 6. August hier mit dabei und ebenfalls in einem guten Aspekt zu euch. Diese 3 Kräfte wandern durch euer 5. Sonnenhaus der Kreativität und Lebensfreude. Alles zusammen, denke ich, ist ein sehr starker kreativer Einfluss, der euch dazu bringt, erstaunliche Dinge zu erreichen und zu manifestieren. Wichtig ist, dass ihr euch dabei auf klar definierte Ziele konzentriert. Deshalb macht euren Plan für die nächsten 3 Jahre. Was wollt ihr erreichen? Was möchtet ihr manifestieren? Schauen wir uns erstmal Saturn an. Der Aspekt spricht davon, dass ihr nun neue Substanz aufbaut und großartige Dinge hervorbringen könnt. Dabei geht ihr mit Ruhe, Konzentration und Hartnäckigkeit das an, was ihr euch vorgenommen habt. Wenn ihr im Berufsleben steht,
werdet ihr das natürlich nutzen können, um voranzukommen. Wenn ihr schon immer euer kreatives Hobby zu eurem Beruf machen wolltet, dann wartet damit nicht länger. Jetzt ist die Zeit, um zu beginnen und in den kommenden 3 Jahren wirklich etwas auf die Beine zu stellen. Das fünfte Haus gilt ja als das Haus der Lebensfreude und Sexualität. Und wenn Saturn da durchläuft, werdet ihr da vielleicht etwas sparsamer damit, euch zu verschenken, weil ihr sorgfältiger auswählt, mit wem ihr eure kostbare Lebens- und Liebeszeit verbringt. Und das ist auch gut so. Ihr möchtet eure Freizeit mit Menschen und mit Dingen verbringen, die wesentlich und wichtig sind und auch langfristig noch Bedeutung haben. Mehr über den Saturn-Transit erfahrt ihr in meinem Video-Special zum Saturn im Steinbock. Es heißt, die Kunst zu manifestieren. Diesen Einfluss werden sicherlich alle Jungfraugeborenen spüren. Am stärksten wirkt er jedoch 2018 auf die Geburtstagskinder vom 23. August bis 4. September. Auch Pluto steht ja hier im Steinbock und auch im Trigon und auch im fünften Haus für die Jungfraugeborenen. Und dieser Aspekt lässt euren Einfluss und je nachdem auch eure Machtbefugnisse wachsen. Beruflich könntet ihr befördert werden und neue Aufgaben in der Organisation und dem Management eurer Firma bekommen. Es wird Leute geben, die eure Talente erkennen und in euch investieren wollen. Wenn ihr selbstständig seid, entdeckt ihr neue Ressourcen für eure Firma, wahrscheinlich durch einflussreiche Leute, die ihr für eure Projekte begeistern könnt. Für euer Privatleben bedeutet dieser Aspekt, dass ihr Verbindungen mit Menschen eingehen könnt, die lebensverändernd wirken. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr genau unterscheidet, auf wen ihr euch einlasst und dass ihr euch die Zeit nehmt, jemanden näher kennenzulernen und herauszufinden, was derjenige wirklich von euch will. Pluto repräsentiert Menschen, die ihre Geheimnisse haben oder vielleicht einen langfristigen Plan, über den sie noch nicht sprechen wollen. Jemand hat vielleicht Großes mit euch vor und ihr wisst es gar nicht. Ihr solltet jedoch verlangen, dass diese Dinge ganz klar ausgesprochen und definiert werden. Beziehungen, die unter dem Einfluss von Pluto stehen, sind langfristig und tiefgehend und da muss man wissen, woran man ist. Die Geborenen vom 10. bis 14. September empfangen diesen Aspekt direkt auf ihre Sonne, aber ich gehe davon aus, dass auch viele andere Jungfraugeborene den Einfluss von Pluto spüren werden. Und die Lilith, die mischt da ja auch noch mit hier im fünften Haus, zumindest bis zum 6. August. Sie pocht darauf, dass ihr eure Kreativität auslebt und dass ihr euch nicht von anderen da hineinreden lasst. Auch in der Erotik kann sie euch beeinflussen. Zum Beispiel seid ihr da nicht mehr bereit, Kompromisse einzugehen, um jemandem einen Gefallen zu tun. Sie wird euch daran erinnern, was eure authentischen Bedürfnisse sind. In Kombination mit Pluto kann sie euch durchaus dazu verführen, euch auf eine fatale Affäre einzulassen. Da rate ich allerdings zu großer Vorsicht. Solche Affären können unglaublich intensiv und schön sein. Trotzdem ist es wichtig, dass ihr eure Lebensprioritäten im Auge behaltet. Wenn ihr in so eine Situation hineingeratet, meldet euch bei mir, damit wir das in einer Beratung sortieren können. Den Aspekt von der Lilith empfangen die Geburtstagskinder vom 27. August bis 22. September. Dann müssen wir uns natürlich noch den Neptun-Aspekt anschauen, hier in eurem Partnerhaus. Ne? Wenn ihr zwischen dem 3. und dem 10. September Geburtstag habt, dann müsst ihr bei allen Beziehungen und Begegnungen sehr achtsam sein. Neptun kann euch dazu verführen, eure Fantasie ins Kraut schießen zu lassen und euch mit der rosa Brille in den schönsten Farben auszumalen, was für ein Potenzial eine Begegnung hat oder auch eine mögliche Beziehung. Und dabei blendet ihr all das aus, was ihr bei demjenigen nicht sehen wollt. Ich sag's mal ganz brutal, unter diesem Aspekt könntet ihr das Opfer von Heiratsschwindlern werden, die mit ihrem Charme euch verzaubern und euch dann mit irgendeiner Opfergeschichte einwickeln, damit ihr bezahlt. Deswegen solltet ihr unbedingt die 90-Tage-Regel beherzigen, also 3 Monate abwarten, bevor ihr euch auf jemanden, in den ihr sehr verliebt seid, näher einlasst. Und bei Neptun, das muss man ganz ehrlich sagen, am besten sogar noch länger warten. Ihr empfangt 2018 über weite Strecken gleichzeitig auch das Trigon zu Pluto, der die Verbindung mit einflussreichen Leuten anzeigt. Und da ist es dann besonders wichtig, dass ihr euch nicht von Neptun vernebeln lasst, wenn es darum geht, eine Beziehung und ihr Potenzial richtig einzuschätzen. Bitte scheut euch nicht, euch für eine Beratung bei mir zu melden, wenn ihr heiß verliebt seid, aber doch eine gewisse Unsicherheit verspürt.
Ab Mitte Mai fängt der exzentrische Uranus an, sich für die ersten Jungfraugeborenen auszuwirken. Vor allem, wenn ihr zwischen dem 23. und 27. August Geburtstag habt. Der geht dann nämlich hier ins Zeichen Stier und in einen sehr guten Aspekt zur Jungfrausonne. Und das ist auch ein sehr prickelnder Aspekt. Nicht nur eure Ideen und eure Klugheit kommen gut an, ihr habt auch eine sehr attraktive Ausstrahlung. Magnetisch zieht ihr interessante Leute in euer Leben, mit denen ihr die gleichen Interessen teilt und euch auch gegenseitig inspiriert. Der Einfluss geht von Mai bis November und ab März 2019 geht Uranus dann für die nächsten 7 Jahre in diesen prickelnden und anregenden Aspekt zur Jungfrausonne. Ja, meine Lieben, das war also der Erlebnishintergrund für das Jahr 2018. Es verspricht ein wirklich spannendes Jahr für euch zu werden, in dem ihr den Grundstein für eine großartige Entwicklung legen könnt, immer vorausgesetzt, dass ihr euch mit den richtigen Leuten zusammentut und eure Ziele nicht aus den Augen verliert. Alles über die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres und natürlich, was die Liebesplaneten euch zu bieten haben, das erfahrt ihr in Teil 2 des Jahreshoroskops. Und Teil 2 wird rechtzeitig bis Neujahr online gehen. Wenn ihr euer persönliches Jahreshoroskop bei mir buchen wollt, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Am besten ihr bestellt es über die Homepage oder ihr ruft direkt auf meinem Kundentelefon an. Und alle Infos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Im Januar habe ich 2 wichtige Webinartermine für euch. Da ist einmal mein Webinar Saturnprobleme heilen. Da freue ich mich schon sehr drauf, euch aus meinem Erfahrungsschatz ein paar goldene Regeln mitzugeben, wie ihr diesen Saturntransit meistern könnt. Von mir bekommt ihr nur solche Anregungen, die euch wirklich was nützen und von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Da bin ich ganz der Steinbock. Der Termin ist am Freitag, den 12. Januar um 17 Uhr. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar, wie immer in einer kleinen, exklusiven Gruppe. Und jeder kann mir eine spezifische Frage zum Horoskop stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Falls ihr noch ein Geschenk sucht zu Weihnachten oder überhaupt für einen lieben Menschen, der sich auch für Astrologie interessiert, möchte ich euch meine Sternzeichen-Kolliers ans Herz legen. Ihr könnt sie über mein Kundentelefon bestellen oder über meinen Shop. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage. Zum Schluss möchte ich mich von Herzen bedanken bei meiner Tochter Marilene, die meine Videos immer so toll mit mir produziert. Und bei meinem Partner Ray Merriman. Ich habe viele, viele Gespräche mit ihm geführt, um die Jahreshoroskope vorzubereiten. Und ich möchte euch sein Buch Voraussagen für 2018 wärmstens empfehlen. Vor allem, wenn ihr euch auch für Finanzen und Wirtschaftstrends interessiert. Es kostet 59 Euro und ihr könnt es über Rays Homepage bestellen. Sie heißt www.mma-europe.ch und ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zur Verlosung. Es gibt eine komplette Jahresvorschau mit mir zu gewinnen, also 45 Minuten Beratungsgespräch plus eine Audiodatei mit dem Mitschnitt im Gesamtwert von 155 Euro. Und diese Beratung könnt ihr wie immer gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Und schaut euch auch meine anderen Videos an, zum Beispiel meine Specials über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen, die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.